Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Herzlich willkommen. Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zum Springen und den B-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, Super Mario 64. Habe ich schon lange Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden auf jeden Fall nicht die 120 Sterne machen. Das habe ich für mich schon festgemacht. Ich habe nämlich keine Lust, in jedem dieser Level 100 Münzen zu sammeln für einen Stern. Das ist zwar easy machbar, aber ist halt irrelevant für uns. Weil dann kommt man nur oben auf das Schloss und da kriegt man ein paar One-Up-Pilze. Ich glaube 100 oder sowas war das und man trifft Yoshi. So, und das ist aber für uns irrelevant. Wir werden also den normalen Weg zur Final Bowser gehen. Und ja, dann gar nicht lange reden, legen wir los. Yahoo! Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakito Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powerstern. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern, sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen. Erklingt ein Warnton. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Ja, dann verpiss dich mal, wir wollen ins Schloss. Natürlich das nicht. Das nicht. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Ha, ha, ha. Ja, ihr könnt euch denken, wer das war. Aber später dazu mehr. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Prinzessin, ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um seine eigenen Welten in den Gemälden zu erschaffen. Du musst die Powersterne finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es vier Welten. Beginne in der Welt der Bonbons. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Das hatte dieser Spasti also zu sagen. Naja, egal. Wir gehen dann einfach mal in die Welt der Bonbons. Wir haben ja eh keine Wahl. Volltreffer. Nice, sehr gut. Auf geht's. Bomboms Bombenberg. Besiege König Bombom. Ja, machen wir doch. Easy. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die vom Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke B, um Schilder zu lesen. Mit A oder B kannst du die Nachrichten umblättern. In anderen Kursen triffst du weitere Freunde, die dir helfen. Ja, dann reden wir doch mal, Buddy. Hallo, sei wachsam. Du befindest dich inmitten einer Schlacht. Aber ich gebe dir ein paar Tipps. Überquere die beiden Brücken und achte auf herunterfallende Wasserbomben. König Bonbon ist äußerst gefährlich. Lass dich nicht von ihm erwischen. Wir sind die wahren Bonbons und werden dir helfen. Sprich mit uns, wann immer du möchtest. Ja, machen wir. Machen wir. Aber wir werden uns nicht zuerst König Bonbon schnappen. König Bonbon ist nämlich ein Spasti. Den holen wir uns gleich erst. Wir machen zuerst den Kettenhund. So, damit haben wir unseren ersten Powerstern. Und zack. Yahoo!
damit ist unser erster Powerstern sicher. Nice. Hat er nur 5 Minuten gedauert, wenn ich mir das bei Speedrun angucke. Die haben da schon 6 Sterne oder sowas. Oder 3, keine Ahnung. Weiter ohne zu speichern. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder in Wumms Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Pause auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Ja, noch nicht. Wir gehen gleich wieder rein. Jetzt holen wir uns König Bombomb. Ach scheiße, natürlich nicht. Och Mann. Komm schon, Mario. Hör doch auf, diesen Sprung andauernd zu machen, Alter. Ich üb gerade mal ein bisschen. Nice. Ach Mario, wir lieben dich für solche Aktionen, ne? Sehr gut. Gut gemacht, Mario. Oh, ich krieg's einfach nicht gebacken, Leute. Sorry. Geht sofort weiter. Also lebt ihr mit so... Ich muss mich erstmal auch wieder in die Steuerung reinfinden. Das ist ewig her, seitdem ich das gespielt habe. Naja, gehen wir zu König Baum um. Scheiß was drauf. So, let's go. Jetzt hätten wir uns nur diesen Hochweg hier sparen können. Ja, verpiss dich, Kettenhund. Niemand mag dich. Sehr gut, das war knapp. Ich gehe für euch einmal den Standardweg hoch. Den müssen wir dann zum Glück nie wieder gehen. Normalerweise kommt man nämlich sehr einfach nach König Bomb um, indem man hier reingeht. Dann kann man sich da hin teleportieren. Das war knapp. Nein, Mario! Oh, Mann. Fängt gut an, Alter. Fängt richtig gut an. Nice. Sauber. Och Mario, komm schon. Na toll. Super. Ah, sowas nervt mich ja natürlich schon wieder hart, Alter. Da will ich einmal mit für euch den Standardweg hochgehen und dann passiert so eine Scheiße wegen diesen Kackkugeln, Alter. Oh, meine Fresse. Na dann los. Ja, fick die Scheißkugel, Alter. Wow. Münzen und es füllen eure Leben auf, genauso wie Herzen. Es gibt hier auch Herzen, so ähnlich wie bei Zelda, aber nicht solche Herzen wie das hier oben. Das steht dann hier einfach rum und man kann da durchlaufen. Ich bin König Bombom, Herrscher über alle Bomben und Gebieter der Explosion. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals. Das werden wir sehen, ne, Kumpel? Guck mal, ich bin ja schon hinter dir. Meine Fresse, du Lappen. Tut weh, ne? Oh Gott, du Scheißwichser, Alter.
Und der nächste Schlag. Easy. So, und das war's dann auch schon. Wow, wie? Du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Den haben wir easy fertig gemacht. Und unseren zweiten Powerstern eingesackt. Sehr gut. War zwar jetzt gerade nur um rumzacken, aber das wird sich noch geben. Gehen wir gleich uns den nächsten Stern holen. Jetzt können wir uns auch die 8 roten Münzen holen, glaube ich. Besiege den schnellen Koopa. Na, dann machen wir das doch mal. Ah, Kacke. Ja, sorry, habe ich jetzt nicht gelesen. Hab's lange nicht gespielt. Er aktiviert halt nur die Bombe. So. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Du kannst mit ihrer Hilfe die schwebende Insel erreichen. Benutze den Analogstick zum Zielen und feuere die Kanone mit dem A-Knopf ab. Akrobaten bevorzugen Bäume zur Landung. Jupp. Sagst du uns sonst noch irgendwas? Buddy? Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Nee, er sagt dasselbe. Alles klar. Gut. Machen wir später. Wir machen zuerst Koopa. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bombomb während eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben, aber glaubst du, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig? Los! Na dann. Werden wir mal gucken, wer der Schnellere von uns beiden ist. Und ich laufe voll gegen den Koopa, Alter. Gegen den Goomba. Nice. Ob wir das verkacken werden, wird sich zeigen. Danke, Goomba. Wegen dir haben wir es so hart verkackt gerade. Jetzt aber schnell. Sonst holt uns, sonst macht uns dieser Penner tatsächlich noch. Ach, jetzt seht ihr, hier sind jetzt auch zum Beispiel schon 3 Kugeln. Jetzt aber schnell. Die Abkürzung dürft ihr, soweit ich weiß, glaube ich, nicht nehmen. Sonst sieht er das halt Schummeln an oder so. Keine Ahnung. Wenn ich mich da noch richtig erinnere. Ich kann auch falsch liegen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, easy. So, jetzt müssen wir nur noch auf ihn warten. Das ist zwar super kacke, aber was soll's. Na, wo bleibt der Spasti denn, Alter? Kann auch nicht so lange dauern, auf den Berg raufzukommen. Ah, da kommt er doch. Woo! Autsch. Ist ja eh egal. Ach, boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier hast du ihn dir verdient. Nice. Unser dritter Powerstern, den wir jetzt eingesackt haben. Sehr gut. So läuft das. So läuft das. So läuft das. Weiter ohne zu speichern. Du hast 3 magische Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst die Türen so oft passieren, wie du willst. Aber pass auf, in höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker. Danke. Zack, let's go. Fliege zur schwebenden Insel. Ja, wir können uns jetzt auch die 8 roten Münzen krallen. Dann machen wir das doch mal. Die 8 roten Münzen sind nämlich das Ätzendste. Los, komm, Mario. Das ist Münze Nummer 1. Das ist Münze Nummer 2.
Du Missed, Alter. Das war Münze Nummer 3. Nice. Oh Gott, verpiss dich, Alter. Geh weg. So. Und Münze Nummer 4. Und das Tor ist auf. Bis jetzt läuft das doch wie am Schnürchen, Alter. Wie am Schnürchen, sag ich euch. So. Gib mir dein Shell, Alter. Es fehlen noch 4 Münzen. Ich weiß zum Glück, wo alle sind. Sollte also nicht zu schwer werden, da hinzukommen. Na komm, hoch! Easy. Wow, oh nein, bitte nicht, Mario. Das war knapp. Ja, nee, ist nicht. Auf geht's in die Kanone rein. Und zack. Und da hinten sind die letzten beiden Münzen. Ihr habt sie wahrscheinlich schon im Bild gesehen, wenn ihr drauf geachtet habt. Fliegen wir da doch hin. Sieben und acht. Nice, sehr gut. Sehr nice. Finde die 8 roten Münzen. Und gleich geht's weiter ins nächste. Jetzt fliegen wir zur schwebenden Insel. Sind ja nur noch 2 Sterne hier. Dann haben wir das abgeschlossen. Sehr gut. Das geht voll in die Hose, oder? Nee, doch nicht. Hat wunderbar geklappt. Ja, nee, komm, lass stecken, Alter. So, rein da. Oh, wie war das nochmal? Irgendwie so. Ich hoffe mal, ich mach's richtig. Bitte an den Baum. Nein! Autsch. Das war richtig dumm. Danke. Stern Nummer 5. Wir kommen sehr gut voran. Ich kann es gar nicht anders sagen, außer mit dem paar schlechten Moves von mir. Sehr, sehr schlechten Moves von mir. Nice. So, und der letzte Stern. Was ist denn das nochmal? Ah, nee, das können wir noch gar nicht machen. Dann brauchen wir erst die Fliegerkappe. Nö. Okay. Öffnen wir die Tür. Sehr gut. Dann legen wir mal los. Gibt hier 2 Sterne zu holen. So viel weiß ich noch. Ein Extra-Leben. Sehr gut. Und da ist der erste Stern.
Den nehmen wir uns auch gleich mal. Here we go! Sehr gut, das war Stern Nummer 1 davon. Ein geheimer Stern des Schlosses. Und dann können wir da noch mal rein. Da geht's nämlich noch rein. So. Und los geht's, den nächsten Stern holen. Auf dieser geilen Rutsche, die wir hier machen wollen. So, Münzen brauchen wir eigentlich uns gar nicht drauf konzentrieren, weil für die Münzen gibt's hier nichts. Schade, kein extra Leben, macht nichts. So, easy. Noch ein extra Leben, sehr gut. Mario, komm. So, easy. Das ist Stern Nummer 7. Ein geheimer Stern des Schlosses. Nochmal. Kleiner Fun Fact: Ich weiß, wo noch ein geheimer Stern des Schlosses ist. Nämlich hier drin. Genau hier. Jetzt müssen wir nämlich 8 rote Münzen sammeln unter Wasser. Das ist eine sehr chillige Quest, tatsächlich. So, fehlen nur noch 4, die sind hier in den Ecken. Entspannt euch ein bisschen bei der schönen Musik. Der Mario 64 Soundtrack ist echt gut, fällt mir gerade mal wieder auf, wie gut er einfach ist. Und damit hätten wir den Stern. Und nice, ein geheimer Stern des Schlosses, damit haben wir 8. Wir könnten jetzt schon zur Bowser gehen, aber wir machen hier die restlichen Welten natürlich noch fertig. Du hast 8 Sterne gesammelt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Leuchtet das Licht jetzt auch schon? Wäre ganz nice. Nee, leider noch nicht. Dann, joa, welche Welt machen wir denn? Machen wir die Eiswelt, würde ich sagen, ne? Wir haben ja noch ein paar Minuten, genau. Ja, auf geht's. Nice, weiter. Biberberg Bob, rutsch auf der Eisbahn. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach dem rechten. Okay. Das lief ja sehr gut. Scheiß mal auf die Rutschbahn. Ups, falsche Richtung. Ah, scheiße. Autsch. Oh Mann, Mario. Was soll denn das? Schon wieder hart am Zacken, Alter. Nein, Mario. Oh, das würde jetzt ein bisschen dauern. Hier bin ich wieder hart am Zacken, Alter.
Sehr gut, dass wir hier zuerst hingegangen sind. Nein, nicht! Oh! Nein! Oh, Mario! Gut gemacht. Wir hätten es fast zum Stern geschafft. Oh Gott, dreh die Kamera bloß, Alter. Ich hasse dieses Spiel. So sehr. Oh, wir verschwenden so viel Zeit bei nur einem Stern, Alter. Geht doch. Oh, meine Güte, Alter. Wer? Oh, Mario. Nein. Oh, meine Güte. Komm. Oh, was soll denn das? Jetzt mal ernsthaft. Nein, Mario. Oh, Leute, ihr habt jetzt richtig was zu lachen. Ich bin richtig schlecht. Danke. Gut gemacht, Mario. Ich hasse dich. Verreck doch, Alter. Ohne Witz. Gott. So. Jetzt aber langsam. Ja. Endlich. Oh, wir haben 3 Minuten hier verschwendet an diesem Kackstern, Alter. Traurig genug. Denke an den Windsprung. An den Wandsprung. Ja, danke, Alter. Bitte nicht nochmal so eine Scheiße. Ah, meine Fresse. Kann auch nicht sein. Rutsche auf der Eisbahn. Oh, das war sogar der letzte Stern. Nice, wusste ich gar nicht. So, los geht's. Rutschen wir auf der Eisbahn. Gehen wir zuerst den normalen Weg. Den anderen Weg zeige ich euch dann gleich. Ihr seht das wahrscheinlich hier gleich schon selber. Wenn ihr es gesehen habt. Nice. So, mal gucken, wenn ich hier rauskomme, müsste eigentlich jetzt ein Stern kommen. Der normale Weg zu dem Stern von eben wäre über diese Kanone auf die andere Seite schießen und dann wäre man da gewesen. Nicht runterspringen und dann hat man's. Kriegen wir noch einen Stern hin? Ja, wir kriegen easy noch einen Stern hin. Finde das Pinguin-Baby. Oh, wir haben das Pinguin-Baby schon. Oh, das wird ja ätzend. Gut, dass wir diese Quest jetzt noch machen. Da gibt's auch so einen kleinen Trick, aber den kann ich leider nicht, also mache ich den auch nicht. Alter, du dummes... Du Gör, Alter. So, komm her. Wir wollen dich nur zu deiner Mami bringen. Mein Gott. Weil dann springt man normalerweise irgendwie hier runter und dann kommt man auf die Seite schon zur Mama. Und wir gehen aber den normalen Weg. Weil ich diesen Trick halt noch nicht kenne. Speedrun-Strat und so. Sehr gut, wir müssen nämlich da lang. Bei diesem beknackten Schneemann. 2 Schneemännern. Und dann kommt man da unten irgendwie lang. Keine Ahnung, wie das geht. So, komm, hüpf nochmal. Danke. Ja, wir haben es fast. Das da unten ist übrigens das falsche Pinguin-Baby. Das sagt euch der Pinguin-Boss-Papa dann auch. Oder die Pinguin-Boss-Mama. Los, Mario, renn! Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken?
Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. So, damit haben wir den 11. Powerstern. Nice. So, damit hätten wir... Den ersten Part hätten wir damit hinter uns. Im nächsten Part geht's weiter. Wir werden weiter Powersterne sammeln. Die Level werden noch schwieriger. Ich bedanke mich soweit bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Ich danke euch für das Zuschauen bei Super Mario 64. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder welche Spiele ich noch spielen soll. Wenn ihr noch mehr von Super Mario 64 sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch gefallen könnten. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!